Hallo, meine lieben Digimon-Fans. Das heutige Video ist etwas anders gestaltet als sonst. Agumon, der nach seinem Riesenfisch satt und zufrieden vor sich herdöst, hat vorgeschlagen, ob ich nicht mal einen Blick auf die Neben-Digimon werfen könnte, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Deshalb möchte ich passend zu meinem ersten Video über den Devimon-Arc einmal alle Digimon vorstellen, die bis dahin eine kleine Rolle hatten. Und damit würde ich sagen, gleich nach dem Intro geht's los. Kaum in der Digi-Welt gelandet, muss es die Gruppe mit einem Kovagamon aufnehmen, das ihnen auch später immer mal wieder Probleme bereiten wird. Es befindet sich auf dem Champion-Level, zählt zu der Gattung der Insekten-Digimon und ist vom Typus Virus. Und es beherrscht als Angriff die Scherenarme. Sein Name kommt von dem japanischen Kuwagamushi, dessen Kurzform Kuwagata ist. Und das bedeutet auf Deutsch Hirschkäfer. Meiner Meinung nach kann Kabuterimon aus einigen sehr interessanten Digimon digitieren. Da hätten wir einmal ein Palmon, ein Biomon und ein Tentomon. Und ich finde, es ist einfach eine witzige Vorstellung, wenn man bedenkt, dass die drei ja auch Partner-Digimon der Digi-Ritter sind. Und ich fände die Vorstellung einfach witzig, wenn auch alle drei davon zu einem Kuwagamon digitieren würden. Oder was meint ihr? Auf der gleichen Seite finde ich es auch witzig, dass es unter anderem zu einem Piximon digitieren kann. Da es ja auch ein Piximon ist, das es später mit einem Kuwagamon, also mit seiner Vorstufe, auf sich nimmt. In der zweiten Folge muss die Gruppe gegen ein Chelmon kämpfen. Es ist auf dem Champion-Level, gehört zur Gattung der Meeres-Digimon und ist vom Typus Datei. Was ich wiederum sehr interessant finde, es ist ja nicht wirklich ein bösartiges Digimon, sondern es greift die Digi-Ritter einfach aus dem Grund an, weil die Digi-Ritter ja ungewollt in seinem Revier eingedrungen sind. Seine Attacken sind einmal der Wasserwerfer und der Drehschutz und sein Name kommt aus dem englischen Shell, was so viel wie Panzer, Schale oder Muschel bedeutet. Zudem kann man es aber auch als Schneckenhaus bezeichnen, was ja aufgrund von der Form von Chelmon ja auch ganz gut passt. Es kann unter anderem aus einem Demi-Devimon, aus einem Armadillomon und einem Otamamon digitieren. Und es könnte zu einem Andromon digitieren. Als nächstes bekommt es die Gruppe mit einem Citramon zu tun. Es ist auf dem Champion-Level, gehört zur Gattung der Meeres-Digimon und ist vom Typus Datei. Als Attacken beherrscht es die Eisschleuder, die Eisspule und den Eispfeil. Und es kann Gegner mit seinem Schweif quetschen. Eine Erfahrung, die Matt ja schon durchleben musste. Der Ursprung seines Namens erklärt sich in diesem Fall quasi von selbst. Einmal kommt es von den englischen Sea, was ja Meer bedeutet. Und einmal von Dra, die Kurzform von Dragon, was ja auf Deutsch Drache bedeutet. Man kann es also auch als Meeresdrachen-Digimon übersetzen. Und das passt ja auch vom Aussehen her ganz gut. Auch hier finde ich interessant, dass es aus einem Agumon und aus einem Gabumon digitieren kann, da die beiden ja auch in der Gruppe vertreten sind. Und als Ultra-Digimon kann es zu einem Megatramon und zu einem Marmon werden. In der vierten Folge zieht ein Meramon nach, das sich später noch zu einem Verbündeten der Digi-Ritter entwickeln wird. Meramon ist auf dem Champion-Level, es zählt zu den Flammen-Digimon und ist vom Typus Datei. Als Attacken beherrscht es den Flammenwerfer und den Feuerball und sein Name kommt vom japanischen Meramera, was auf Deutsch brennend bedeutet. Rein theoretisch wäre es auch wieder unter den Digi-Rittern vertreten, da unter anderem ein Agumon und ein Biomon auch zu einem Meramon digitieren könnten. Es hat auch einige interessante Ultra-Level wie zum Beispiel Andromon, Etemon, Metallgreymon oder Miotismon. Da wir ja vorhin kurz von einem Andromon gesprochen haben. Tatsächlich geht es in der nächsten Folge um ein Andromon, das noch ein wertvoller Verbündeter der Digi-Ritter wird. Es ist auf den Ultra-Level, gehört zu den Androiden-Digimon und ist vom Typus Serum. Als Attacken beherrscht es das Spiralschwert und den Kettenangriff und sein Name leitet sich von dem griechischen Android ab, was ja menschenförmig bedeutet. Womit es die Bezeichnung für einen humanoiden Roboter darstellt. Und wenn man sich Andromon so ansieht, passt das hier auch sehr gut. Interessanterweise könnte es aus einem Angemon digitieren und zu einem Machine-Dramon, aber auch zu einem Wargreymon werden.
Wir sind bei der sechsten Folge gelandet, wo einige etwas fragwürdige Digimon auftauchen. Die Rede ist von den Nomemon, die auch immer mal wieder weitere Auftritte haben. Gleichzeitig besitzen sie auch diverse Vorlieben, die ich auch schon in meinem ersten Video über den Devimon Arc erläutert habe. ja, lassen wir das und machen mal weiter im Text. Sie sind tatsächlich Champion-Level-Digimon, gehören zu den Weichtier-Digimon und sind vom Typus Virus. Ihr Name leitet sich von den japanischen Nome Nome ab, was übersetzt glatt bedeutet. Und als Attacken beherrschen sie die Dreckschleuder und die Kloake. Auch drei Digimon der Digiritter finden wieder zu einem Nomemon, die Tieren. Das wären einmal Argumon, Gabumon und Palmon. Und sie könnten zu Metallquaimon oder zu Monsteremon auf den Ultralevel digitieren. Aber wir sind auch noch nicht am Ende der Folge angelangt, denn in der sechsten Folge wird noch ein neues Digimon vorkommen. Ein Monsteremon auf den Ultralevel, das zu den Puppen-Digimon zählt und auf dem Typus Serum ist. Hier gibt es meiner Meinung nach eine sehr interessante Namensherkunft. Sein Name soll wohl von Shikamatsu Monsteremon abstammen, welcher der erste Dramatiker von Japans war und aus dessen Feder viele Stücke für Puppentheater entstanden sein sollen. Seine Attacke ist die Liebesattacke, mit der er rote oder blaue Herzen auf seine Gegner schießt, wobei rote Herzen dafür sorgen, dass die Personen sich glücklich fühlen, die getroffen werden, und blaue bedeuten, dass die Personen dann ihre Gefühle komplett verlieren. Seine Vorstufen können einmal ein Gatomon und ein Garurumon sein, und es kann sich zu einem Metalletemon, zu einem Machindramon oder zu einem Seraphimon entwickeln. Bei dem letzten Digimon dieses Videos handelt es sich um einen Unimon, was seinen ersten Auftritt in der siebten Folge hatte, aber auch später wird es immer mal wieder auftauchen. Es ist auf dem Champion-Level, ist ein Fantasie-Digimon und vom Typus Serum. Interessanterweise gilt dieses Digimon als sehr weise und sie tauchen immer dann auf, wenn Digimon in Not sind, um diese zu helfen, weswegen sie auch als heilig gelten. Und auch hier gibt es eine sehr einfache Namensherkunft. Es kommt vom englischen Unicorn, was ja auf Deutsch Einhorn bedeutet. Und wenn man sich das Aussehen ansieht, passt es ja auch irgendwo. Seine Attacken sind die Lichtschleuder und der Sturzflug. Und auch hier gibt es wieder einige interessante Digitationsformen. Einmal könnte es aus einem Biomon entstehen, aber auch aus einem Patamon und einem Salamon, die ja auch wieder in der Gruppe vertreten sind. Als Ultralevel könnte es ein Andromon, aber auch ein Piximon werden. Oder was ich persönlich einfach ein bisschen merkwürdig finde, es könnte auch so einen Chimeramon digitieren. Aber das war ja auch das Digimon, welches der Digimon-Kaiser ja im Laufe der zweiten Staffel erschaffen hatte, wodurch es ja schon zu einem einzigartigen Digimon geworden ist. Und ich kann es mir da einfach nicht vorstellen, dass so ein Digimon aus einem ganz bestimmten Digimon digitieren könnte. Und ich habe dann gelesen, dass es in bestimmten Digimon-Spielen möglich sein soll, Chimeramon aus verschiedenen Digimon fusionieren zu können. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es schade, dass man so die Einzigartigkeit von bestimmten Digimon einfach vernachlässigt. Oder wie seht ihr das? Dazu könnt ihr ja gerne mal eure Meinung in den Kommentaren äußern. Denn ja, ich wäre jetzt tatsächlich schon wieder am Ende von meinem Video angelangt. Dieses Mal war es ein wenig kürzer und ich hoffe, es ist in Ordnung für euch. Gerne wüsste ich auch, ob euch dieses Format, das ich auch mal die anderen Digimon vorgestellt habe, gefallen hat. Oder ob ich es zukünftig lieber weglassen soll. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst gerne ein Like oder einen Kommentar da. Und dann kann ich nur noch sagen, bis zum nächsten Mal.